Hallo ihr Lieben, es gibt ja wenige Sätze, die ich so gefressen habe, wie den berühmten Satz, sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Also die Vorstellung, dass zum Beispiel die Verbesserung der Welt oder die friedliche Werdung der Welt vom Einzelnen zur Gesellschaft ginge oder von innen nach außen, nach der Devise, sei erst selbst ganz friedlich und dann machst du die Welt friedlicher. Natürlich verstehe ich, was gemeint ist damit und natürlich verstehe ich die Absicht und natürlich kenne ich auch Beispiele, wo sich in kleinen sozialen Umwelten tatsächlich sich einzelne Menschen, die sich in einer ganz bestimmten Weise verhalten und sich auch nur so verhalten können, weil sie selber sehr gute Lebenspraktiken haben, sich positiv auswirken. Alles gut, ja, das ist mir alles bekannt und ich würde sogar in Anspruch nehmen, dass ich das selber ein Stück weit praktiziere. Nur, es ist ja offensichtlich, dass das in größeren Maßstäben nicht funktioniert und nie funktioniert hat. Und mittlerweile treibt mich es echt in den Wahnsinn, wenn Menschen das anhand größerer Konflikte behaupten, dass man bei sich selbst anfangen solle. Liebe, liebe Leute, die Vorstellung, dass das so funktioniert, ist mehrere tausend Jahre alt. Sie kommt in verschiedenen Traditionen vor, also nicht nur in der westlichen Tradition, aber auch und vor allem dort. Und hat nie funktioniert, niemals, empirisch nie. Und das kann man auch gut begründen heutzutage, warum es nicht funktioniert. Also wir könnten das wissen, wenn wir es denn wissen wollen und wenn nicht also unser unmittelbares Ohnmachtserleben und unser Selbstwirksamkeitswunsch uns dazu bringen, uns selbst zu berumsen mit diesem Satz, sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst und sich damit auch komplett zu überfordern in so einer Art pazifistischen Heroismus, ja, wo wirklich nur Übel draus entstehen, entgegen unserer Absichten. Also warum wir es wissen können heute ist ganz einfach, weil das Ausmaß unserer Sichtweise auf den Menschen, das Ausmaß auf die menschliche Sozialität heute eine ganz andere ist als früher. Gerade in der europäischen Tradition ist so, dass man so gedacht hat, dass man den Einzelnen dazu bringen könnte, eine Art autarkes, selbstbezügliches System zu werden, ein autarkes Wesen, das sich vor allem auf sich selber bezieht und dann eben in sich eine Ordnung etabliert, von der es aus gut auf die Welt einwirken kann und nach, wenn sich das ausbreitet, dann wird die Welt eine bessere. Das ist die Vorstellung. Heute wissen wir es einfach besser. Wir wissen, dass der Mensch ein hochsoziales, hochanpassungsfähiges Wesen ist, anpassungsfähig vor allem an soziale Umwelten. Und das bedeutet ganz simpel Folgendes. Wenn es dir zum Beispiel um Friedlichkeit geht, ja, also du bist ein Mensch, der sich zutiefst wünscht, friedlicher zu werden, vielleicht auch gerade aus dem Bewusstsein deiner eigenen Gewaltsamkeit. Also dir ist klar, du bist ein zumindest gewaltpotenzielles Wesen, ja, ein potenziell gewalttätiges Wesen und du möchtest das nicht, du möchtest dich verändern. Dann kann man aus heutiger Sicht ganz klar sagen, was zu tun ist. Und zwar zwei Dinge. Entweder du suchst dir gezielt friedliche soziale Umwelten. Also du suchst dir diese berühmten Nischen, wo Menschen sind, die gut miteinander umgehen, wo eine gute soziale Atmosphäre ist, weil der Wandel von außen nach innen geht. Ja? Also wenn du im Außen eine gute soziale Umwelt vorfindest, kannst du in dir selber eine gute, friedliche Ordnung etablieren, weil wir eben hochsozial sind, weil wir unmittelbar an die Umwelt ankoppeln, vor allem an die soziale Umwelt, vor allem an andere Menschen und vor allem an die Umgangsformen von anderen Menschen. Das heißt, sind die Umgangsformen zwischen uns miteinander gut, werden wir auch innerlich friedlich, sind die Umgangsformen im Außen schlecht, haben wir eine, sag ich mal vorsichtig, sehr harte Zeit, friedlich zu bleiben, weil wir so hochsozial sind. Aus einem sehr positiven, aus einem sehr menschlichen Grund fällt es uns schwer, angesichts von sich entwickelnden Konfliktdynamiken selber innerlich friedlich zu bleiben. Und deswegen ist die Empfehlung, willst du friedlich bleiben, such dir diese Nischen, in denen Menschen friedlich miteinander sind. Jetzt gibt es ein großes Problem. Ich zum Beispiel würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich ein solcher Mensch bin. Ich bin mir also relativ deutlich bewusst über meine eigenen Gewalttendenzen. Die sind für mich überdeutlich sichtbar. Das ist sozusagen eins meiner großen Lebensthemen, weil ich in jungen Jahren mit extrem viel Gewalt konfrontiert war und mich dann entschlossen habe, schon als wirklich sehr kleines Kind, dass ich diesen Weg nicht beschreiten will. Also es ist ein Thema, das beschäftigt mich, seit ich, was weiß ich, 2, 3 Jahre alt bin. Und zwar also existenziell. Gut, also als ein solcher Mensch, der sich immer gewünscht hat, nicht die gleichen Gewalttendenzen in sich auszubilden, die ich im Außen vorgefunden habe, habe ich natürlich versucht, solche sozialen Umwelten, solche Nischen zu finden, in denen es friedlich zugeht. Und das Tragische ist an, ich glaube, nicht nur meiner Situation, sondern allgemein unserer Situation, wenn es denn unser Wunsch ist, friedlicher zu werden, ganz einfach der, dass es diese Nischen nicht gibt, beziehungsweise dass sie sehr instabil sind.
Und das heißt, dass es eigentlich nur einen zweiten Ausweg gibt. Neben dem privaten Ausweg such dir halt irgendwie, was weiß ich, eine gute Familie oder eine gute Firma. Geh an einen Ort, wo es friedlich ist, ja, wo es zeitweise friedlich ist, wo es vorübergehend friedlich ist oder wo es ansatzweise friedlich ist. Und dann hast du eine Chance, durch den Austausch mit dieser Umwelt friedlicher zu werden. Wenn es das nicht gibt, dann bleibt nur eine Alternative und diese Alternative ist tatsächlich Politik. Politik bedeutet nämlich, dass wir die Umstände, in denen wir friedlich werden können, als Einzelne, als private einzelne Wesen, überhaupt erst erzeugen, dass wir sie gemeinsam hervorbringen. Und so war Politik auch ursprünglich gedacht. Politik ist ein kollektiver Akt, eine kollektive Praxis, mittels derer sich Menschen kollektiv friedlicher machen, indem sie überhaupt erst Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sie überhaupt dann als Einzelne friedlich sein können. Das sieht man überdeutlich eben an der Antike, an der griechischen Antike, an der Entstehung des Politischen, an der Erfindung des Politischen, weil diese Erfindung in einem unglaublich unfriedlichen Kontext stattfand und sozusagen es ermöglicht hat, dass extrem kriegerische, auch extrem kriegslüsterne und extrem gewaltgewohnte Menschen untereinander aufgehört haben, sich gegenseitig Gewalt anzutun, und zwar eben mittels Politik. Und das bedeutet, wir müssen, wenn wir friedlicher werden wollen, ins Außen gehen. Wir müssen uns sehr viel mit dem Außen beschäftigen, viel weniger mit dem Inneren. Ja, nicht meditieren und nicht irgendwie Atemtechniken. Ja, alles gut, ist alles super. Aber es hilft halt nichts bei, dass wir friedlicher werden auf Dauer, weil wir eben zu abhängig sind von der sozialen Umwelt. Das heißt, wir sind aus einem internen Wunsch, also dem Wunsch nach Friedlichkeit, nach friedlichen Verhältnissen, auch innerer Friedlichkeit, dazu angehalten, sage ich jetzt mal so pathetisch, uns mit der Außenwelt zu beschäftigen und auf diese Außenwelt einzuwirken. Natürlich können wir ganz privat versuchen, solche Nischen zu finden, aber meine Erfahrung, meine persönliche Lebenserfahrung ist, diese Nischen gibt es nicht. Ja, und wenn es sie gibt, sind sie extrem instabil. Stabil können sie nur durch Politik, durch politische Praxis werden. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir begreifen, dass Politik was ganz anderes ist, als wir in der Moderne und Neuzeit zunächst darunter verstanden haben. Also, dass zum Beispiel Leute wie eben Machiavelli oder Hobbes schlechte Zeugen sind, wenn wir versuchen zu verstehen, was ist denn überhaupt Politik? Ja, Tiesti, was ist überhaupt Politik? Ja, im Unterschied zu Nicht-Politik. Und da hat die Antike einfach sehr viel Schlaueres zu sagen und sehr viel Informativeres und sehr viel Produktiveres zu sagen als unsere moderne Tradition. Und dann sehen wir, es ist eben eine gemeinsame Praxis. Friedlicher werden wir nur gemeinsam, friedlicher werden wir nur durch ein richtiges Verständnis von Politik, wenn wir politische Institutionen, die wirklich den Namen politisch verdient haben, etablieren, verfassungsmäßig. Und das gibt uns eine Chance, als Menschheit kollektiv friedlicher zu werden. Das heißt, friedlicher werden wir nicht als Einzelne und dann von uns aus die Gesellschaft, sondern der Weg ist genau umgekehrt. Wir werden friedlich, indem die Gesellschaft friedlich wird. Ist die Gesellschaft nicht friedlich, müssen wir dafür sorgen, dass sie friedlich werden kann. Und können tut sie das nur durch institutionelle, verfassungsmäßige Reformen. Deswegen geht die Politik auf die Formung von Institutionen, auf die Formung von Verfassungen, weil es eine indirekte Form der Einwirkung auf uns selber ist, eine, auf die wir aber nicht verzichten können, nicht wenn wir in größeren Gesellschaften zusammenleben. Wie gesagt, im Kleinen, im Privaten funktioniert das wunderbar. Der Fehlschluss ist nur, das Gleiche würde für größere Gesellschaften, für größere Gebilde, die sozial weitgehend entkoppelt sind von diesen unmittelbaren Austauschprozessen, dort auch gelten. Dort gilt das nicht. Wir haben deswegen so viel Unfriede in der Gesellschaft, ganz simpel deswegen, weil wir so viele sind, weil wir so große Gesellschaften bilden und weil wir unsere unmittelbaren Befriedungstechniken, mit denen wir auf die Welt kommen, in einem solchen Kontext nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt in diesen Kontext reingehen und sagen mit, sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst, dann schicken wir uns selber in eine Art Martyrium, in eine Art pazifistischen Überforderung, wo wir ständig damit konfrontiert sind, zu scheitern und wo wir am Ende gerade über unseren Friedlichkeitswunsch als extrem gewalttätige Wesen hervorgehen, also gegen unsere Absichten. Das heißt, der Satz, sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst, führt nicht in eine friedlichere Welt, führt nicht in eine friedlichere Gesellschaft, führt auch nicht dazu, dass wir selber friedlicher werden, sondern er führt langfristig dazu, dass genau das Gegenteil passiert. Und deswegen habe ich diesen Satz sowas von gefressen, Entschuldigung, ich kann den einfach nicht mehr hören. Und ich habe es schon x-mal aufgeschrieben und x-mal gesagt, aber es musste jetzt mal wieder raus. Ich entschuldige mich in aller Form dafür. Ich kann nur sagen, ich wünsche uns echt allen nur das Beste. Ich glaube auch, dass das möglich ist, dass wir das tatsächlich hinkriegen können, dass das auch realistisch ist. Aber es ist eben eine Frage der Methode, es ist eine Frage der Technik, es ist eine Frage des Wegs.
Und soweit ich sehen kann, ist der einzige Weg, auf dem wir friedlicher werden, Politik. Dazu müssen wir aber Politik anfangen, richtig zu verstehen und nicht so, wie wir es bisher in der Moderne, in der Neuzeit getan haben. Ich glaube, dass wir einem großen, großen Missverständnis von Politik aufgesessen sind. Das ist auch alles nachvollziehbar und es ist auch das kein Vorwurf an niemanden. Es ist nur Zeit, diesen Irrtum zu korrigieren. Wir brauchen Politik, wir sind politische Wesen und gerade wenn wir friedlicher werden wollen, sind wir zur Politik verurteilt. Und noch kleine Randbemerkung: Politik, wenn sie wirklich Politik ist, macht Spaß. Politik ist keine Qual. Politik ist nichts Furchtbares. Politik ist die Antithese des Kriegs. Politik ist freundliches Zusammenkommen der Verschiedenen als Gleichrangige und das als beständiger Prozess, als beständige Praxis des gemeinsamen friedlicher Werdens oder immer wieder Konflikte sofort Auflösens, eben aus einer gemeinsamen Praxis, die man auch Demokratie nennen kann. Aber eben mit Blick auf die Antike, was dort unter Demokratie verstanden wurde. Ceterum censeo. Democratiam esse sotiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Demokratie gelost werden muss.